Mach dich bereit für den 12.12., denn es sind gewaltige Energieeinströmungen und große Veränderungen energetischer Art zu erwarten. Der numerologische Code von 1212 wird aktiviert. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann solltest du unbedingt dieses Video anschauen. Schön, dass du hier bist. Ja, und jetzt steigen wir gleich richtig in dieses Thema ein. Der 12.12., diese Zahl 12, das ist eine ganz starke Zahl in der Numerologie und wir werden auch gerade diesen Tag, den 12.12., in der Astrologie am Ende des Videos betrachten und ihr bekommt am Ende des Videos auch noch eine ganz starke Energieanhebung eures Energiekörpers, sprich eurer Merkaba. Ihr könnt euch darauf freuen, weil diese Energien am 12.12., die sind so toll in der Veränderung und so unterstützend für unsere persönliche Spiritualität. Ich fange mal mit der Numerologie an. Die 12 ist eine ganz starke Zahl in der Numerologie und wir haben ja die 12 auch in den 12 Monaten oder in den 12 Tierkreiszeichen. Das heißt, sie begegnet uns im Leben eigentlich jeden Tag. Und man sagt, aber erst wenn wir diese 12, diesen Kreislauf der 12 durchlaufen haben, also jetzt am Dezember haben wir ja 12 Monate durchlaufen und dann eröffnet sich uns eine größere Perspektive, ein größeres Verständnis für unsere persönliche Reise in der Spiritualität im Erwachensprozess. Und das ist natürlich ganz, ganz prima, weil wir durch diese andere höhere Perspektive in das höhere Bewusstsein eintauchen können und dadurch sich ganz andere Welten öffnen, nämlich die Fähigkeit, die Dinge mit den Augen der Liebe zu sehen, nochmal ganz anders zu sehen. Auch wenn wir uns wirklich im täglichen Leben um die Liebe bemühen, haben wir am 12.12. die Möglichkeit, nochmal mit ganz anderen Augen auf uns selbst und auch auf andere zu schauen, mit den Augen der Liebe, mit den Augen der bedingungslosen Liebe, die nichts verlangt, sondern die einfach ist. Und das ist auch noch eine Aktivierung unserer Selbstliebe, die hier uns bevorsteht. Und wir werden ja am Ende des Videos diese große Ausdehnung schon mal üben und uns da einschwingen. Und ihr könntet, wenn ihr wolltet, beginnen dann jeden Tag einmal diese Übung machen, um dann am 12.12. so stark, wie ihr es möchtet oder so intensiv, wie ihr möchtet, diese Ausdehnung zu erhalten. Also am 12.12. um 12.12 Uhr ist diese Energie am stärksten. Das ist so der Höhepunkt, numerologisch betrachtet. Natürlich kann man auch am Abend das machen oder im Laufe des Tages. Dennoch ist die Energie sehr, sehr günstig. Es ist einfach dieser Zahlencode, der sich da verstärkt wird, das ist einfach eine Frequenzerhöhung für uns alle möglich. Und wer bewusst an dieser Frequenzerhöhung teilnimmt, kann am intensivsten davon profitieren. Wenn wir jetzt mal gucken, ich wollte noch was anderes sagen. Um von diesem Zahlencode noch intensiver profitieren zu können, kannst du es in einer Meditation machen, in einem Gebet oder wenn du eine Solfeggio-Frequenzmusik hörst. All das bringt deinen Körper und deine Seele ins Schwingen und diese Schwingungen, weil ja alles aus Energie besteht, verbinden sich dann mit der Frequenz von 12.12. Wenn du dein Bewusstsein darauf ausrichtest und dann wirst du so automatisch angehoben in diese höhere Energiefrequenz und du wirst sehen, alles Belastende kann abfallen. Du wirst richtig frei und spürst dein eigenes Licht, deine Vollkommenheit, denn ein jeder von uns ist
in sich selbst ein vollkommenes Wesen der Liebe. Und wir tragen die Bürde, hier auf der Erde zu sein, in verschiedenen Aufgaben, die wir einfach erfüllen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und deswegen sind diese Ereignisse, diese energetischen Ereignisse, wie jetzt am 12.12., so eine wundervolle Gelegenheit, um uns da wieder mit Energie aufzuladen und natürlich unser Bewusstsein zu erweitern. Und jetzt werfen wir mal ein Auge auf die indische Astrologie, weil ich finde, die ist manchmal sehr tiefsinnig und kann all das, was wir hier im Westlichen tun, nochmal bereichern. Wir haben jetzt hier in der vedischen Astrologie den Aszendent an dem 12.12. im Mondhaus in dem Nakshatra Uttara Palguni. Der begünstigt für uns kreative Aktivitäten beziehungsweise unsere Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Wir sollten da den Fokus darauf legen, tatsächlich mal was Gutes zu tun, vielleicht mal den Nachbarn helfen, ein Geschenk überreichen oder was sich gerade anbietet. Es ist also sehr, sehr, sag ich mal, begünstigt in der Energie, wenn man hier etwas Gutes tut und kreativ dabei ist. Es wird für jeden Einzelnen eine besondere Zufriedenheit und auch Fülle in das Leben bringen. Gib die Fülle nach außen, du wirst sie tausendfach zurückbekommen. Das ist die Energie diesen Tages. Und der Mond selbst, der steht in Pushya. Und das bedeutet so was Wunderschönes, nämlich das ist das spirituelle und göttliche Nakshatra und es wird unseren spirituellen Wachstum unterstützen. Das heißt also, auch hier sollten wir etwas Gutes tun, sollten wir etwas Gutes in die Welt bringen, um die Welt besser zu machen. Und all das steht auch in der Verbindung zum Herzchakra. Und ihr wisst ja, das Herzchakra ist auch das Chakra der Liebe. Und das heißt also, wir haben die Möglichkeit, unsere Beziehungen, wenn du vielleicht in deiner Liebesbeziehung irgendein Problem hast und du dich bisher noch nicht getraut hast, das anzusprechen, dann solltest du es am 12.12. tun, weil da die Energien besonders günstig sind für eine Einigung, für eine Erneuerung und ja, Auflösung vielleicht sogar, das, was zwischen euch stand. Das gilt jetzt aber auch nicht nur unbedingt für die Liebesbeziehung, sondern auch für die Beziehung, die du vielleicht im Beruf hast oder mit Freunden und Bekannten. Also überlegt einfach mal für euch, was ist jetzt da wichtig, wie kann ich oder was kann ich noch lösen, damit es mir besser geht. Denn ihr werdet durch diese Auflösung für euch selbst eine Energieerhöhung erhalten. Und das ist etwas Wunderschönes. Also ein Neuanfang, ein Neubeginn ist möglich in allen Beziehungen. Und die universelle Liebe ist natürlich bei dieser Toröffnung intensiv zu spüren und wird alle unsere Pläne unterstützen. Wir haben hier die Sonne, die steht in der vedischen Astrologie im dritten Haus. Das heißt, Aktivität und Initiative ist angesagt. Wir haben das, wir sind besonders, sag ich mal, wirklich aktiv und auch in der Kommunikation. Und auch das unterstützt jetzt, was ich gerade vorhin gesagt habe. Wenn ihr ein Gespräch führen möchtet, um etwas zu klären, ist das ein sehr, sehr guter Tag. Und es ist auch wichtig, dass ihr dann auch aktiv werdet und es nicht wieder verschiebt, denn dann habt ihr diese Chance verpasst. Und es kommt ja darauf an, diese Energien zu nutzen, wenn sie schon so günstig für uns sind. Und natürlich ist auch die Manifestation ganz wichtig für uns, denn alles, was wir speziell an diesem Tag denken oder sagen, trägt eine sehr hohe Energie und unterstützt die Manifestation. Also überlegt euch wirklich jedes Wort genau, sodass es die göttliche Liebe trägt und ihr dann in diesem schönen Schwung seid. Jeder Gedanke natürlich gehört auch dazu, das ist ganz klar. Dann haben wir Ketu im Haus, im zweiten Haus und Rahu im achten Haus.
Das bedeutet für uns, dass wir da nochmal als den Rahu als Schicksalsindikator anschauen sollten und in Verbindung des 8. Hauses jetzt nicht so positiv. Aber wenn man es anschaut, ist es ja diese große Transformation, die wir im 8. Haus finden. Und letztendlich signalisiert uns das 8. Haus auch die Möglichkeit eines Neuanfangs, eines Neubeginns. Und das passt so genau zu allem, was hier gesagt wurde. Also die Energien stehen einfach so, dass wir Vergangenes lösen können, gute Gespräche führen können und dadurch etwas Neues bewirken können, indem wir kreativ sind, indem wir uns mit Worten der Liebe unterhalten und so die Fülle auf die Erde bringen. Das ist diese ganze Energie astrologisch betrachtet. Und jetzt, ihr Lieben, werde ich euch einladen zu dieser hochenergetischen Meditation. Und zwar möchte ich euch bitten, das ist so ähnlich wie in unserem Quantentherapeut Nummer 3 in diesem Webinar. Passt jetzt gut auf euch auf. Schaut, dass ihr ungestört seid, sodass ihr so tief wie möglich die Energien empfangen könnt. Es kann sein, dass ihr die Merkaba richtig intensiv spüren werdet. Bevor wir jetzt beginnen, muss ich euch noch erklären, ganz kurz, wie man die Merkaba sieht. Also das ist ja praktisch das Seelengefährt, was unsere Aura umgibt. Und die Merkaba ist in zwei Pyramiden aufgeteilt. Jetzt habe ich keine mehr hier. Wartet mal einen Moment, ich komme gleich wieder. So, das ist jetzt also die Pyramide. Und wenn ihr euch vorstellt, dass diese Pyramide ganz groß ist, dass das, was hier unten ist, diese Fläche hier, die ist am Bauch und die Spitze, die geht bis über den Kopf. Ja? Und die andere Pyramide, was sind ja zwei, die ist dann hier diese glatte Fläche, die hier, die ist auch am Bauch und die Spitze geht nach unten. Und diese zwei Pyramiden drehen sich nachher gegenseitig. Ich hoffe, ihr habt es ungefähr verstanden. Ich lege es mal hier wieder ab. Also, und das müsst ihr einfach wissen, wenn wir jetzt dann die Meditation machen, damit ihr euch das dann auch bildlich vorstellen könnt. Und diese Pyramide, die hier, die ist aus Bergkristall, die gibt es auch bei mir im Shop, falls einer so eine möchte. Die trägt auch gerade Bergkristall die Energie der Klarheit und unterstützt unsere Gedankenkraft. Und das ist ja besonders wichtig, gerade jetzt an diesen Tagen. So, ich sprühe mich mal ein. Was nehme ich denn? Einfach mal die 909. Und ich wünsche euch jetzt gleich ganz viel Freude bei dieser Meditation. Und ich bin echt gespannt, wie es euch dabei geht. Schreibt mir das bitte unbedingt in die Bemerkungen unten rein, denn ich möchte wissen, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Und ich mache das ja öfters, diese Meditation zur Aktivierung meiner Merkaba. Und das ist jedes Mal so schön, so ein intensives Erlebnis. Und das wünsche ich mir natürlich für euch auch. So, jetzt fangen wir aber an. Liebe Menschen des Lichtes, liebe Herzensmenschen, voller Freude darf ich euch begrüßen, jeden Einzelnen heute zu dieser Meditation, die du insgesamt 12-mal wiederholen solltest. Und so schließe deine Augen und begib dich an den Platz, den du dir vorher ausgesucht hast, an welchem du ungestört sein kannst. Du legst dich hin, flach auf den Boden, oder du sitzt im Lotussitz, ganz so, wie es sich gut für dich anfühlt. Atme nun 12-mal tief ein und aus und entspanne deinen Körper mit jedem Atemzug mehr.
Du hast dich nun komplett entspannt und bist bereit, dir eine Pyramide vorzustellen. Eine Pyramide, die von deinem Bauch bis zum Kopf hinaufreicht. Die Spitze berührt das Universum. Und lass nun deine Pyramide in dem hellen Licht deiner Seele erstrahlen. Stell sie dir vor, wie sie leuchtet, und atme nun wieder 12-mal ein und aus und stelle dir immer vor, wie diese Pyramide leuchtet. Visualisiere, dass sich mit jedem Ein- und Ausatmen das Licht deiner Pyramide auf das ganze Universum ausdehnt. Mit jedem Ein- und Ausatmen fließt die gesamte Energie des Universums in deinen Lichtkörper und erfüllt dich mit Liebe und Frieden. Du bist eins mit allem, was ist. Dann stell dir vor, wie die zweite Pyramide, ausgehend von deinem Bauch, mit der Spitze nach unten zur Erde zeigt. Lass jetzt auch hier helles Licht entstehen und atme 12-mal tief ein und aus. Und wenn du dann bereit bist, stell dir vor, dass sich die obere Pyramide langsam im Uhrzeigersinn zu drehen beginnt und genieße die Bewegung und die Energie. Dann stell dir ebenfalls vor, zur gleichen Zeit, wie die untere Pyramide sich gegen den Uhrzeigersinn zu drehen beginnt und beobachte die Energien. Beobachte das Ganze, die obere und die untere Drehung, und lass es einfach geschehen. Vielleicht spürst du dabei, wie sich dein Energiekörper oder deine Merkaba verändert, wie sich die Energie verändert, wie du vielleicht vibrierst oder wie du ein starkes Gefühl der Bewegung spürst. Alles ist möglich und es kommt darauf an, wie tief du dich fallen lässt. Genieße die Energien und atme nun wieder 12-mal tief ein und aus. Lass dabei alles geschehen, was geschieht, und stell dir vor, wie beide Pyramiden sich gegeneinander drehen. Und nun, da du 12-mal ein- und ausgeatmet hast,
diese große Vibration gespürt hast, wurde deine Energie angehoben und der numerologische Code von 1212 in dir aktiviert. Lege nun deinen Fokus darauf, aus der Energie deines Lichtkörpers hinein in deinen physischen Körper zu gehen und stell dir vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen in die Erde wachsen. Es ist wichtig, dass du dich intensiv erdest und dann mit vollem Bewusstsein wieder in deine Räumlichkeiten zurückkommst. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und ich weiß, die Energien waren sehr heftig. Und ich bitte dich, erde dich intensiv, trinke etwas, es ist irgendwas, vielleicht ein Stück Schokolade oder einen Apfel. Tu deinem Körper etwas Gutes und fühle die Erde, damit du wieder auf der Erde sein kannst. Es war wirklich sehr intensiv und ich bin so gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Und wie gesagt, am 12.12. hat diese Meditation ihre höchste Kraft. Es baut sich jetzt von Tag zu Tag auf. Und wenn du selbst auch dies vielleicht jeden Tag machst, bis zum 12.12. und insgesamt 12 Mal, dann wirst du sehen, wie sich dein Lichtkörper erhöht, dein Bewusstsein erhöht und vielleicht deine Merkaba aktiviert. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und wir sehen uns zum nächsten Video. Eine Herzensumarmung und bitte liked mein Video, teilt es und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Alles Liebe!